So, hallo, wir machen weiter bei Mario Wonders. Wir sind in der Wüste Welt 4 und haben die ganzen Level hier unten, glaube ich, zumindest schon entdeckt und gefunden. Und jetzt gibt es aber natürlich das Schloss hier nach oben noch ganz viele Level zu finden und zu entdecken. Also gucken wir mal, wie es hier weitergeht. In den Roink-Dünen, Schwierigkeit 2. Passend zum Part-Anfang erstmal wieder eine E-Mail bekommen. So. Oh, da kann ich rein. Ah, okay, okay, sehr gut. Das war nicht so gut allerdings. Aber macht alles nix. Wir kommen hier noch gut voran, ne? Oh. Kann ich die kaputt machen? Nein, das ist einfach Gummi. Ah, okay, da sind ganz viele davon. Alles klar. Ja, wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich es nicht weiter versucht, dass hier ganz viele davon kommen. Upa. So, das da oben müssen wir aber auslösen. Das könnte ja auch noch eine versteckte, die versteckte Wunderblume sein, ne? Wo die auftaucht, wissen wir ja noch nicht. Irgendwo wird die ja auftauchen. Bis wir die nicht gefunden haben, sollte man alles mitnehmen, was man so kriegen kann. Da ist sie nämlich. Oh, jetzt ist alles langsam geworden. Oh. Ich meine natürlich... Oh, hier fehlt hier etwas. There we go. Und wir können wieder normal reden. Sehr schön. Aber wir haben noch nicht... Ja. Wir haben die dritte Münze verpasst. Das ist nicht so gut. Da ist sie. Wunderbar. Dann haben wir alles. Dann haben wir alles. Das waren die Roink-Dünen. Plopp. Also hier ist auf jeden Fall ein Anstecker-Level. Ja, rein da. Duck-Hochsprung 2. Rein da. Abzeichentest. Schwierigkeit 4. Oh, das wird eine Timing-Geschichte, wo man schnell sein muss. Das war nicht so gut. Aber da kommen wir noch ran, da kommen wir noch ran. Yes. Hier drüben. Sehr gut. Und da ist auch schon das dritte. Hä?
Das war ja einfach. Okay, dann waren die jetzt kein Problem, die drei Münzen, ne? Das war jetzt allerdings nicht so gut. Kommt das wieder? Ja. Schaffen wir noch, schaffen wir noch. Alles gut, alles gut. Nice. Wunderbar. Besser kann's doch gar nicht laufen. Thank you. Zumindest vom Outcome her. Nein, ich möchte das Abzeichen nicht anlegen. Würde mich gleich fragen. Nein. Und Verschnaufpause, Tanz im Musikraum. Sunshine-Musik. Wollte ich ja auch irgendwann mal eigentlich noch Let's Play, ne? Sunshine. Auch ein großartiges Spiel, aber... Aber ich glaube eher, das wird nichts mehr. Dafür gibt es noch viele andere Sachen, die ich noch Let's Playen will. Und die ja auch irgendwann demnächst kommen. So, 2025 kommt Metroid Prime 4. So, das wird ein Muss. Das wird ein absolutes Muss. Erzähl es nicht weiter, aber wir hier im Laden leben einfach Wundersamen. Turbo, du läufst und rennst etwas schneller als normalerweise. Ja, let's go. Für ungeduldige Menschen wie mich großartig. Und guck mal, wie viele Samen ich hier kaufen kann. Her damit. Sehr schön. Ja, wir legen direkt das Rennzeichen an. So, wie komme ich hier hoch? Wie kommt man irgendwie hoch mit Sicherheit? Oder es ist Deko, wie hier. Okay, es könnte wirklich Deko sein, so wie hier. So, ich könnte schon zum Boss übrigens mit 15 Samen, aber das machen wir natürlich noch nicht. Wir gehen erst alles andere ab. Kampfparty. Oh, let's go. Dann ist allerdings das Abzeichen vielleicht nicht das Beste. Ich habe das Abzeichen nicht gewählt. Ja, dann egal. So, bekomme ich den Bohrer? Ja, aber ich bekomme die anderen Sachen auch. Nein, ich glaube, der Elefant ist am besten zum Kämpfen, ne? Oh, shit. Okay, ich dachte, der Elefant kann... ist da vielleicht effektiver. Turns out, ist er nicht. Na gut, wir müssen uns erstmal die Stage angucken. Ja. Dann Bohrer. Let's go. Und ich wollte eh das Ding wechseln, ne? Ja, nehmen wir den. Bora! Und nochmal. Sehr gut. So, denn mit dem Bora können wir jetzt ja direkt hier aufräumen. Und aufräumen. Und aufräumen. Easy.
Also für die erste Stage ist der Bohrer schon mal großartig. Jetzt ist halt die Frage, was noch so kommt. Bohrer bleibt großartig. Bohrer bleibt großartig. Bohrer bleibt großartig. Sehr gut. Bohrer bisher immer noch Best Choice. Hierfür ist es, glaube ich, relativ egal. Ja, wobei der Bohrer effektiver... Mein Gott! Effektiver ist. Sehr gut. Also bisher Bohrer auf jeden Fall keine schlechte Wahl. Nummer 4. Hammerbruder. Okay, das war's. Einfach durchlaufen. Einfach durchlaufen. 90 Sekunden. Wie viel Zeit brauche ich? Wie viel Zeit brauche ich? Nice! Direkt alle Münzen mitgenommen. Oh, wunderbar. First try, wenn man mal den ersten Quatsch nicht mitzählt. Sehr gut. Besser kann's doch auch hier wieder nicht laufen. Oh je, die Brücke. Ich werde die Brücke reparieren, ich fühle mich ganz verweckt. Mir fehlt einfach die Kraft. Ja, hier, nimm. Sehr gut. Einmal Brücke bauen, dankeschön. Wunderbar. So, dann können wir hier runter. Hier wären wir ja hochgekommen sonst, na genau, perfekt. Dann schließt sich hier der Kreis. Ja, ich habe gesehen, was mit dem Palast passiert ist. Wir müssen es jetzt auch nicht nochmal angucken. Ich habe dich nur angequatscht, um zu gucken, ob du was Wichtiges hast. Aber du laberst nur. Okay. Hier taucht gleich noch was auf, wenn wir das Level hier geschafft haben. Aber erstmal jetzt ins Farbwechsellabyrinth. Das klingt auch wieder sehr interessant. Na. Okay. Da unten will ich rein, aber dafür müssen wir wechseln. Oh, der war böse. Ach so, ich muss den so machen. Ja, okay. Ah, nicht schon wieder. Angst, was zu verpassen? Nee, okay. Gut, hier müssen wir wieder Dings machen. Da ist der Schlüssel. Warum hat er so eine andere Form? Oh, okay, ist einfach ein Herzschlüssel. Okay. Ich die abschießen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, wär jetzt auch sehr ungewöhnlich gewesen, aber ich kann sie killen. Guck mal, hier ist jetzt die Pflanze, die ich brauche. Ah, und da unten ist der On-Off.
Wait. Ach so. Let's go. Was bist du denn? Haben wir einen Schatten-Mario mal wieder, okay. Aber einen, den ich loswerden kann, wie man sieht. Ich weiß halt nur nicht, ob der mich auf One-Shot killt, ne? Das macht den Kollegen gerade unnötig gruseliger. Ja, okay, wir haben es eh geschafft. Wir werden es nicht mehr erfahren. So, prima. Wir haben aber bisher nur eine von den lila Münzen gefunden und das gefällt mir gar nicht. Hier ist Wasser drin. Oh shit, dann weiß ich, wo eine Mü- Oh nee. Dann bin ich mir ziemlich sicher zu wissen, wo eine... Wo eine Dings ist. Ja, hier ist der Schlüssel. Hier muss auch Wasser hin. Das hat nicht so gut funktioniert. Ah, ich darf die nicht? Okay. Oh, da ist kein Wasser drin gewesen. Das ist jetzt schlecht. Ich brauche einen Topf, wo Wasser drin ist. In dem ist Wasser drin. I see. Ja. Ja, das ist die dritte Scheiße. Ich hab's befürchtet. Na gut. LOL! Hier war die zwei. Willst du mich veräppeln? Oha! Damit hätte ich nicht gerechnet. Oha, da war einfach die zweite. Ja, chillig. Unverhofft kommt oft. Dann haben wir's. Ah, optimal. Ja, großartig. Ich dachte, ich muss nochmal alles spielen. Da war da hinten einfach die zweite. Sehr gut. Und jetzt taucht hier was auf. Eine Verschnaufpause. Wir haben es durch das Labyrinth geschafft. In der Wüste gibt es wirklich viele Verstecke und Geheimnisse. Das habe ich schon gefunden. Das habe ich schon gefunden. Hier, Turbo. Ja, doch. Ist man schon ein bisschen schneller tatsächlich. Ja, bin ich denn doof?
Na bitte. Wonderful! Wonderful. Gut. So, jetzt noch dieses Level hier. Ninja-Tänzer, ja, die kannst du dir jetzt angucken, da war ich schon. Da habe ich alles schon, ja, siehst du mal. Tja. War ich schneller wie du. Geheimgänge im Schiebemax-Haus. Okay, klingt nach Rätsel. Klingt nach viel Rätselsachen. Na, dann gucken wir mal. Elefantico! Sehr gut. So. Okay, den kann ich nicht bewegen. Aha. Also irgendwas ist da. Aber im Moment nichts, wo ich irgendwie interagieren kann. Ach so. Sehr schön. Jetzt mal nachdenken. Nicht, dass hier irgendwie, aber... Na gut, dann kann ich mir einfach holen, da oben, den Kollegen. Ja, doch, es ist so einfach, wie es aussieht. Okay, es ist so einfach, wie es aussieht. Gut. So, was passiert jetzt? Okay. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Das klappt jetzt gar nicht so gut hier. Tschüss. Ah, den kann ich weiterschieben, oder was? Okay. Ah, den auch. Wir schieben einfach alles. Wahrscheinlich schiebt die mir sonst gleich den Bowser ins Gesicht oder so, ne? Oh, werden wir nicht mehr mitbekommen. Sehr gut. Easy. Fehlt nur noch eine lila Münze. Die wird wohl da unten sein. Natürlich. Das war ja offensichtlich als offensichtlich. Dann haben wir alles. Dann müssen wir jetzt nur noch hier das Level beenden. Dazu müssen wir einmal die Türen zusammenbekommen. Aber auch das ist jetzt nicht das Problem. Ihr macht jetzt mal einen Abflug hier. Wenn ich schon die Möglichkeit habe, dann Abflug. So.
Und plötzlich kann man durch die Tür gehen. Zauberei. Nice. Wunderbar. Warum geht's jetzt nicht hoch? Ich habe eine Vermutung. Ich muss was ausprobieren. Ich habe da eine Vermutung, die ich ausprobieren muss. Und ihr habt es vielleicht auch gemerkt. Das Ende von dem Level war ein bisschen mysteriös. Da müssen wir einmal kurz nachschauen. Da alles mit rechten Dingen zugegangen ist. So, wir wissen jetzt ja eh schon, dass hier eine Tür ist. Dann kann ich das doch bestimmt überspringen, oder? Ja. Sehr gut. Das war jetzt nicht ganz das Ziel. Werd den so nicht los, na? Ja, wurscht. So, jetzt pass auf. Warum sind da hinten die Dinger? Aha. Da muss ich den nämlich draufschieben. Aha. Das habe ich mich nämlich gerade schon gefragt. Da ist doch irgendwas, na? Ja, ein Secret Exit. Ich hab's gedacht. Ich hab's erwartet. Okay, gut. Dann hat es sich gelohnt, nochmal reinzugehen. Dann hat es sich absolut gelohnt, nochmal reinzugehen. Sehr schön. Und jetzt geht nämlich hier ein Weg hoch. Jawohl. Das ergibt schon alles viel mehr Sinn. Ein Himmel voller Ballons. Schwierigkeit 4. Let's go. Ah, das da unten brauchen wir. Hat gut funktioniert. Ich würde sagen, dann schweben wir mal wieder eine Runde in dem Level, ne? Das könnte am Ende alles sehr viel hilfreicher sein. Ach ja, die zählen ja als eingesammelt. Ich bin ein Depp. Ich war gerade so irritiert, dass ich die jetzt schon habe. Aber ja, die zählt ja als eingesammelt. Ist okay. Hm.
Ist in Ordnung, sie zählt ja als eingesammelt. Das war selten dämlich. Jetzt zählt sie nicht mehr als eingesammelt. Scheiße. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Weil ich neu gestartet habe, zählt sie als... Ah, ich verstehe. Aber dafür habe ich praktisch das Leben nicht verloren. Ja, okay. Jetzt ordentlich. Dann weiß ich, dass ich sie jetzt nochmal einsammeln muss. Das ist jetzt nicht so gut. Das ist jetzt gar nicht so gut. So. Ich will in die Röhre da rein. Ich will in die Röhre da rein. Ja, bitte, geht doch. Sehr schön. Haben wir das auch? Nummer 2. Und da oben ist die Wunderblume. Yo! Alles klar. Die Wunderblumen sind so cool, ne? Sehr schön. Dann fehlt noch die dritte lila Münze. Wird dann wohl da drüben sein, wa? Ja, ja, die ist da drüben. Safe Call ist die da drüben. Nee, nicht mal. Okay. Da ist sie! Gotcha. Dann haben wir alles. Wunderbar. Ab ins Ziel. Ja, das habe ich mir gedacht. Komm her, Kollege. Easy. Dann sollten wir jetzt bis auf das Boss-Level, glaube ich, alles haben, oder? Ach so, oh, das geht hier noch höher. Ja, never mind. Ja, never mind. Abzeichentest Profi, Unsichtbarkeit 1. Okay. Den habe ich noch nicht, das Abzeichen, ne? Ah, okay.
interessant auf jeden Fall, ne? Ich meine, man weiß ja grob, wo man ist. Ich bin nicht gesprungen. Da unten muss ich hin. Oh, no. Ich dachte, ich bin drüben. Ups. Da war ich nicht ganz da, wo ich dachte, dass ich bin. Ja, okay, den brauche ich. Aber wie? Ah, ich verstehe. Nice. Interessantes Abzeichen tatsächlich. Interessantes Abzeichen. Thank you. Yeah. Ach ja, natürlich. Wir brauchen... Ah, ja, ja, ja. Nein. Hier gibt es natürlich wieder einen Warp in die Spezialwelt. Das ergibt auch Sinn. Dann machen wir das Speziallevel noch und dann schließen wir den Part ab. Freiluftakrobatik, let's go. Scrolling Level. Oh no. Mit den Dingern. Wo hätte ich hingesollt? Ah, jetzt sehe ich sie erst. Lol. Ich habe die nicht gesehen, ne? Ich habe die nicht gesehen, die Blume. Oh je. Ich bin blind. Nein, Blume! Okay, so, jetzt geht's aber ab hier. Nein, 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 nein. Okay, das war nicht so gut. Oh, jetzt habe ich nicht mal mehr die Blase. Eieiei. Ich kann das nicht erklären. Okay, aber ich merke schon, das wird ein sehr hektisches Level. Ja, weil man gar nicht weiß,
wann die Dinger kommen. Sehr gut. Okay, die kommen wieder runter. Aber ich glaube, dann ist die Schwebemütze umso besser hierfür. Ei, mein Gottes Willen. Oh mein Gott, aber da ist die nächste Zehner. Ich habe die nächste Zehnermünze gesehen. Und die eine Zehnermünze müssen wir jetzt ja nicht mehr holen. Die haben wir jetzt ja schon. Halleluja. Ja, aber da ist die Mütze auf jeden Fall offiziell das beste Item. Der beste Anstecker. Nein! Muss da oben rankommen. Yes! Mein Gott. Oh, Bruder. Der ist ein bisschen hoch gewesen. So, ich will die vierte nicht auch... die dritte nicht auch verpassen. Da ist sie. Nein! Nein! Darf doch nicht wahr sein. Kaum habe ich es gesagt, habe ich sie verpasst. Ach, komm schon. Okay, aber jetzt wissen wir, wo alle sind. Das macht es entspannter. Eieieiei. Ja, aber die 5 Sterne hat es nicht umsonst bekommen, das Level, ne? Muss man neidlos anerkennen. Oh, no! Okay, wisst ihr, was wir machen? Ich glaube, wir haben doch hier irgend so ein Ding, wo man mit einem Pilz startet. Ja, das ist doch viel besser. Wobei, ich bin nicht so überzeugt. Ich muss gestehen, ich bin nicht so überzeugt, weil jetzt habe ich die Schwebemütze nicht mehr. Mal gucken. Aber eigentlich habe ich mich ja gerade mit dem Schweben immer gerettet. Naja, wir gucken mal, was passiert. Weil theoretisch kann ich mich auch mit den Blasen retten, wenn ich sie gut platziere, ne? Das lief doch bisher gar nicht so verkehrt. Tschüss. So, wir wissen auch, wo wir hin müssen. Wir müssen uns schön rechts halten. Dann kommen wir gut an die Münze ran. Nice. Jo, alles klar. Und da oben müssen wir hin, da oben müssen wir hin. Sehr gut.
Optimal. 5-Sterne-Level geschafft. Gut, ich denke, damit haben wir jetzt wirklich genug gespielt in dem Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.